Matthias Muschel zurück an alter Wirkungsstätte am Sportgymnasium Magdeburg. Da kommen eine ganze Menge Erinnerungen hoch, natürlich. Ich habe ja hier 6 Jahre verbracht und das jeden Tag. Ich war immer da, oder? Da gab es nie Fehlstunden. Zum Plausch mit den ehemaligen Lehrern könnte er joggen, denn das Gymnasium ist nur 800 Meter von der GTEC-Arena entfernt. Nach dem Wiedersehen mit alten Bekannten geht's auch schon weiter, denn der 22-Jährige wird erwartet. Hätte ich gewusst, dass wir jetzt noch vor eine Klasse gehen, hätte ich auch noch mich nach dem Training ein bisschen anders assoziieren. Wir durften nie mit der Jogginghose in die Klasse. Also hier habe ich nicht so gerne gesessen. Gibt es ein bestimmtes Ziel für diese Saison? Was war bis jetzt deine härteste Verletzung? Hattest du früher mal irgendein Vorbild, dass du mal genauso werden wolltest wie dieser? Muschel steht den Schülern natürlich Rede und Antwort. Und auch mit seinem ehemaligen Lehrer und Trainer gibt es noch ein Gespräch. Immer wieder für Überraschung gut. Das also war kaum zu bremsen. Er und sein Kumpel, der Philipp Weber, die haben beide schon das Spiel bestimmt und war auch mein Mannschaftskapitän, weil er eben so ehrgeizig war, weil er eben alle vorantreiben wollte und das hat ihn ausgezeichnet. Ja, na klar, wo ich hier in der 7. Klasse angefangen habe, da wollte ich natürlich ein guter Handballer werden und davon hat man natürlich schon früh geträumt und dass es dann irgendwann in die erste Liga kommen könnte, das kam dann vielleicht irgendwann später, aber der Traum war es natürlich schon immer, ja, wo ich mit 6 angefangen habe, habe ich auch schon Bundesligaspiele gesehen und da hat man natürlich ganz früh geträumt, dass man da irgendwie mal hinkommen kann. Matthias Musche, ein Magdeburger durch und durch. Die nächste Zeit bleibt er dem SCM auf jeden Fall noch erhalten. Sein Vertrag läuft bis 2017.